Ja, wir haben auf Ralfs Wunsch jetzt Nomadland oder Nomadland Nomadland. gesehen. Ist ja ein viel gerühmter Spielfilm gewesen. Den haben wir uns in der Bibliothek geleiht. Und da musste man auch Monate warten, bis man den geliehen, Entschuldigung, Ja. bis man den bekam, weil da so viele Vor- Nachfragen, Na- ja. Nachfragen waren. Und ja, es war schon ein interessanter Film. Also der mich jetzt zum Beispiel fragen ließ, ob man nicht selber irgendwo oder ich selber auch ein Nomade bin. Mir ging es ja auch mal ganz schlecht. Da bin ich ja auch ich war da im Hotel tätig. Ich war bei der Metro tätig. Das ist ja auch Nomadentum, dass man einfach dann dahin geht, wo man Arbeit findet. Auch als LKW-Fahrer war ich auch schon tätig. Gut, das sind erstmal nur wechselnde Berufstätigkeiten. Du hattest ein und dieselbe Meldeadresse damals bei Ulla und Also willst du das einfach nicht Pension. wahrhaben. Als ich bei Mutter Teresa war, ist das nicht auch Da warst ein. du, hattest du auch eine Adresse. Du bist nicht umhergezogen mit der Herde oder mit den Arbeitsplätzen nach. Ach, Schatz. Dich hat aber gefühlsmäßig das irgendwie angesprochen. Ich hatte das gefühlsmäßig angesprochen, also auch diese intensiven, ja, Freundschaften oder Bekanntschaften, die Leute, wie die so zuhörten oder ums Lagerfeuer eben saßen und sich austauschten über das ganz normale Leben und auch als jemand gestorben war, das hat mich auch angesprochen, wo dann für jeden ein Stein hineingeworfen wurde ins Feuer und er was da sagen konnte, was er eben zur Erinnerung oder zum Gedächtnis. Ne? Wie sagten sie immer, bis dann, ne? Also, genau. Wir sehen uns oder Wir hören sehen uns. uns dann. Ja, irgend sowas. Ja, und ja, vielleicht kann ich es auch deswegen ein bisschen nachvollziehen, obwohl das auch keine Nomaden waren. Ich war ja in diesem Obdachlosenkeller lange Zeit dann mal auch Gastgeber, aber viele Jahre eigentlich hinweg. Und es kam immer wieder die gleichen. Und so war das bei Nomadland auch. Da ging das Jahr dann rum und die zogen immer von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Waren dann immer wieder bei Amazon wohl auch. Das war einer der großen Arbeitgeber, wenn da Hochsaison war. Und die im Keller, ja, die kamen eben auch jedes Jahr. Also ein Großteil, In ich der würde sagen Winterzeit, ne? 50% oder 60% waren Stammgäste in diesem Keller. Wobei natürlich der große Unterschied war, dass die eben nicht arbeiteten, aber ja, aber offensichtlich sie auch nicht in der Lage waren, sich irgendwie, wie sagt man denn da, Schatz, sitzfest zu machen oder Sesshaft, ne? sesshaft zu werden, ne? Oder sich gar nicht mehr dazu in der Lage sahen oder vielleicht es auch nicht wollten, sich diesem ganzen Behördenkram da zu unterziehen. Also die habe ich ein bisschen, habe ich sie dann auch, muss schon so sagen, auch ein bisschen bewundert. Muss man keine Steuererklärung abgeben. Ist also wirklich sich nicht mit irgendwas rumärgern. Bei manchen merkte man schon, dass sie vielleicht so eine Sehnsucht haben, wieder sesshaft zu werden. Aber bei anderen, die hatten sich, glaube ich, so eingerichtet mit ihrem Leben. Kann man natürlich auch wieder sagen, so wie wenn du Gefangener im Gefängnis bist, dass du dich dort auch einrichten kannst. Ne? Und ja, erfreuten sich, das ist mir dann schon so gekommen, erfreuten sich da in ihrem Kellerleben an den Gastgebern und ja, und sagten ja auch, die sagten dann auch immer, uns kann es doch gar nicht besser gehen. Wir kommen jeden, die mussten morgens raus, wir kommen dann jeden Abend zurück und da steht schon unser fertiges Essen für uns bereit. Was braucht man mehr? Ne? Und hatten dann natürlich auch die waren immer gut gekleidet, das waren ja Frauen alles. Die hätten nie auf der Straße gedacht, dass die da in so einem Keller wohnen. Ne? Wobei man die Kleider, wir haben sie schon aus der Kleiderkammer irgendwie gekriegt und von sonst was. Ja, also ich differenziere schon noch zwischen obdachlos und da in diesem Film, die hatten ihren Wohnwagen als ihr Ihr Kapital Zuhause. und Kapital auch, kann man sagen. Ja. Das war ja alles, was sie da reinsteckten. Ja, Ne? das.
kommt mir vor wie Äpfel und Birnen, aber es ist alles Obst, genau wie wir alles Menschen sind, ja. Nee, ich konnte dem nicht viel abgewinnen. Es ist sicherlich sehr ausgewählte Landschaftsaufnahmen auch. Aber ich bin nicht vor Ort. Also ich war da nicht mit Herzen dabei. Es hat mich nicht erreicht. Nee, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also mich hat das vielleicht schon erreicht, aber weil ich auch Ähnliches schon erlebt habe. Ich habe auch schon im Auto übernachtet, weißt du, meine früheren Beziehungen über mehrere Nächte. Und ich, ja. Also mich hat das schon erreicht. Mich erreicht, glaube ich, eigentlich in solche Dinge immer, wenn man irgendwo an sein eigenes Leben erinnert wird. Es ist genauso wie mit den, eine Resonanz. Genauso wie bei den Weihnachtsfilmen. Vielleicht war überhaupt in meiner Kindheit dieses Weihnachten, Weihnachtsbaum, war das der eigentlich glückliche Ort des Friedens, an den ich mich da so gerne zurückerinnere. Und darum haben diese Bäume, Weihnachtsbäume, vielleicht auch so einen großen Stellenwert für mich. Ne? Und vom Hölzchen aufs Stöckchen. Was hast du denn noch zu sagen, Schatz? Ja, also wem würde ich so einen Film empfehlen? Also für mich ist der unstimmig. Also wenn jemand sich zum Herumreisen und Leben im Wohnwagen entschließt und es ist für mich das Schicksal dahinter nicht greifbar und nicht änderbar, Da fehlt es mir dann auch an Teilhabemöglichkeiten. Also ich bin jemand, der gerne wissen will, ist das eine Situation, die ich so hinnehmen muss oder ist das etwas, was ich ändern kann, und das war weder noch. Das erreichte für mich kein psychisches Wachstum. Ja, das psychische Wachstum. Es ist jetzt wieder so mit dem Kopf. Es muss doch das Herz erreichen. Also ich habe mit den Leuten schon irgendwie mitfühlen können, aber so unterschiedlich sind halt die Meinungen, oder? Sind wir halt. Und ihr könnt ja mal schauen, wie es euch damit geht. Aber